Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Der Nunchuck. Ah, Hilfe. Okay. Gut. Ich habe keine richtige Ahnung mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Ah, doch, wir haben den Spider-Ball. Aber was wollten wir machen? Wir sind hierher gekommen, denke ich mal. Ja, Fendrana. Okay, dann müssen wir hier einfach weiter. Würde ich sagen. Nein, hör auf. Muss mal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ist ja nur eine Woche her. Aber... Ah... Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Andere? Das sind nicht andere, okay. Easy, easy. Okay, ich muss mein Headset leiser stellen. Boah, das war laut gerade. Also für mich war es laut, für euch wahrscheinlich nicht, aber... So, das ist dieses Magma-Becken, ne? Ja, mit diesem... Bekommen wir einen Energietank nämlich. Aber hier erstmal diese Sachen scannen. So, Kanalshot. Anderes Kanalshot. Und das Ding noch nicht. Das da. Jetzt können wir das Ding probieren. So. Ist aber noch was, glaube ich. Ach ja, stimmt. So. Diese Dinger hier gibt es wieder. Drei Stück an der Zahl. So. Damit aktiviert sich das und das erste Shop öffnet sich. Ich weiß nicht. Ah ja, okay. Das ist noch nicht, das auf Zeit ist. Also mal gucken, ob wir... Okay, es bleibt gescannt, aber das Ding ist neu, ja. Genau. Und das Ding ist weg. Das kann man auch nur einmal bekommen. Wenn ich mich erinnere, ist das eine Zeit-Challenge. Deswegen machen wir erstmal diese Viecher weg. Weg, sagte ich. So. Haben wir noch Viecher? Nein, okay. Warte, die Missiles hole ich mir. Wir haben gerade nicht so viele. Wir dürfen jetzt hier lang. Hier war eigentlich das Magma vorher. Und jetzt kommt die Zeit-Challenge, glaube ich. So. Jetzt öffnet sich das nächste Tor. Das geht jetzt auf Zeit. Ja. Das Zeitlimit ist aber sehr fair, wenn ich mich recht erinnere. So. Und jetzt öffnet sich das lilane Tor. Ein bisschen zu weit. Und hier bekommen wir den Tank. Das ist sehr schön, denn wir brauchen mehr Energie. So. Kann man die Dinger noch scannen? Die kann man nicht mehr scannen. Okay. So, was mich jetzt interessiert, ist die Tatsache, ob sich das jetzt verändert hat oder nicht. Das weiß ich nämlich nicht. Das habe ich auch noch nie nachgeguckt. Nö, nee, das bleibt einfach aktiv. Okay. Gut. Bleibt einfach aktiv. Und wir können hier raus. Da ist nichts mehr zu scannen. Und sonst sehe ich auch nichts mehr. Okay. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es hier oben, genau,
da können wir noch nicht weiter. Müsste Bendezium sein. Ja, siehst du. Bendezium, ja. Können wir noch nicht kaputt machen. Wo müssen wir denn hin? Ach, da hinten, ne? Ah, ja. Noch nicht gescannt, glaube ich, ne? Lava-Mollusk. Einfach dazwischen schießen. Was ich mache, dann scannt man den nochmal? Nö, dann muss man nicht scannen. Oh nein. Sind das eigentlich neue? Immer die falsche Taste. Ich hätte es besser gefunden, wenn auf Minus das mit den Waffen gewesen wäre und auf Plus das mit den Visoren. Weil ich automatisch den Daumen um die Refernbedienung schließe quasi. Und ja. Das wäre für mich angenehmer irgendwie, weil man wechselt eher öfters den Beam als die Visoren. So. Das können wir noch nicht machen. Das müssen wir aber später machen. Da ist noch was zu scannen. Voll funktionstüchtig, das ist schön, aber das bringt mir nichts. Ich weiß nicht, ob die auch gescannt sind automatisch. Jo. Die sind automatisch auch gescannt. Sonst ist hier nichts. Ja. Das ist übrigens ein Challenge-Raum für später. Sehr cool. Was war hier? Ach, das Vieh. Oh, der ist schon tot. Oh, okay. Ach, da oben. Ich sehe zwar nichts, aber ich schieß mal drauf. So hätte man das Viech auch besiegen können. Das wäre ja lustig gewesen. Na egal. Wo sind wir? Oh, sind wir da? Sind wir da? Ne, sind wir nicht. Es gibt nämlich noch in einer von diesen Säulen ein Artefakt. Muss man das scannen hier noch irgendwas? Überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Feuer sehen. Genau, hier geht es nicht weiter. Hier ist noch später. Ja, seht ihr, da oben ist eine weiße Tür. Da gehen wir auch sofort hin, wenn wir die Fähigkeiten da haben. Talon-Oberwelt. Lavakanal. Oder ist der hier? Was war hier? Ne, hier kann es nicht sein. Hier könnte es sein, wo das Artefakt ist. Hier oder da hinten, wo wir jetzt reingehen. Hier. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, wir gehen einfach hier weiter. Hallo, meine kleinen Freunde. Hallöchen. Hallo, hallo. Ja, ich bin. Ja, lass mal. Komm schon. Boah, Glück gehabt. Nein. Ah ja, stimmt. Hier, die bleiben permanent aktiv. Das ist ganz sicher nicht die Säule. Komm, wir töten das Viech mal. Mit dem... Guck mal. Komm. Und... Plops. Einfach platt gestampft. Hier ist sonst nichts. Aber egal. Die vier Schaden nehme ich in Kauf. So, hier ist jetzt diese Spider-Ball-Schiene, die ich schon mal angesprochen hatte. Wenn man hier runterfällt, ist man nur in der Lava. Aber man kann sich zum Glück retten.
So, hier einfach fallen lassen. Easy. So, Talon. Talon. Müssen wir nach Talon? Wo sehe ich denn das nochmal? Weltkarte. Talon geht nach hier, ne? Dann sind wir hier unten. Was bringt uns das? Oh, müssen wir vielleicht... Müssen wir vielleicht? Ne, da können wir nicht hin. Ah, wir müssen vielleicht nach Shoso. Okay. Shoso? Wo kommen wir da aus? Hier unten, ne? Stimmt, hier können wir auch noch nicht rein. Hier kommen wir aus. Hier könnten wir weiter, ja. Ja, wir haben den Spider-Ball. Das heißt, wir könnten hier weiter. Hier in dem Raum brauchen wir 30 Missiles. Ah, nee, ich glaube, ich lasse das noch. Weil sonst können wir... später bekommen wir noch eine Fähigkeit, wo wir hier in diesen Raum können. Das können wir jetzt noch nicht. Deswegen lasse ich das erstmal. Ist eh nur optional, das Ding. Ich überlege auch noch, wo wir Missiles holen können. Hier nicht. Hier auch nicht. Wir müssen unbedingt diese eine Fähigkeit bekommen. Hier können wir ein Missile holen. Mit diesem, wie heißt das Ding nochmal? Dieser Springbrunnen da. Hier. Hier oben können wir ein Missile holen. Stimmt. Maschinenraum. Und hier können wir hin. Aber hier ist eine weiße Tür. Aber da gibt es einen kleinen, da an der Seite gibt es einen kleinen, Spider-Ball. Einen kleinen Gang, wo wir hoch können. Mit dem Morphball. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier könnten wir, wie gesagt, hin, aber das bringen wir uns halt nicht. Da ist zwar ein Item, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind in Magmoor. Wir kommen von Fendrana. Wo können wir denn jetzt hin mit dem Spider-Ball? Was bringt uns das? Wir haben es nach Magmoor geführt. Hier können wir eigentlich nur ein paar Missiles holen. Sonst haben wir hier eigentlich nichts. Genau. Sonst ist hier nichts. Hier können wir ein Missile holen. Ich glaube, hier... Irgendwo hier unten? Ach, hier unten geht es auch noch weiter. Stimmt. Später. Oh, ich habe echt keine Ahnung. Das ist das erste Mal, wo ich jetzt nicht weiß. Warte, wo bekommen wir das Item? Ist das gar nicht... Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, welches Item wir brauchen. Aber ich weiß nicht, wo wir es bekommen. Ich weiß echt nicht, wo wir es bekommen. Hier können wir nicht rein. Das weiß ich. Müssen wir echt... Ich glaube, wir müssen echt hier in das Ding rein. Ja. Ich glaube, wir müssen nach Shoso. Weil in Talon gibt es gerade, glaube ich, nichts, wo wir hin könnten. Hier oben ist eine rote Tür. Da kommen wir eh nicht hin, weil wir die eine Fähigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, nicht haben. Hier sind zwei weiße Türen, hier können wir auch nicht weiter. Das heißt, Talon ist, fällt eigentlich flach. Talon ist eh nicht so riesig. Also jetzt noch nicht, später schon. Ich glaube, wir müssen echt in die Ofenanlage. Und da können wir echt zum Maschinenraum gehen, den Missile holen und... Hier? Wir müssen ja eh da durch, ne? Es gibt keinen Teleporter hier, ne? Ja. Ja. Genau. Hier das Ding können wir öffnen. Oh, wir könnten hier oben rein. Oh, wir können von der Seite reinkommen. Das ist doch auch Magmoor. Ja! Da können wir nach hier oben, hier durch und da können wir hier das Artefakt holen. Weil da ist jetzt ein Artefakt und ein paar neue Gegner. Jo, ich glaube, wir müssen echt da hinten lang. Ja. Das macht sehr viel Sinn. Ich würde aber gerne eigentlich diese... Die könnte ich... Ah, nee, da müsste ich zurückgehen. Müsste ich hier zurück, hier durch, hier runter, hier nach oben, hier die Missile holen. Dann hier
hier den Weg gehen, nach da zum Maschinenraum, zurücklatschen und dann von hier durch in die Ofenanlage, weil wir sind ja damals in dem Ofen gelandet. Das ist dieses, ja, das sieht man, dieser Kreis da, den man jetzt sieht. Da sind wir reingekommen, aber da wir den Spider-Man nicht hatten, kamen wir nicht in den Raum an sich. Ja, okay. Ich glaube, jetzt habe ich einen Plan. Also wir müssen nach Shoso, das heißt, wo sind wir denn? Wo sind wir? Da. Wir gehen jetzt in die Lava-Kanal, dann hier durch. Da geht's nach Fendrana, das bringt uns nichts. Dann müssen wir echt den ganzen Weg hier bis zu den nördlichen Shoso-Ruinen. Ach nee, hier, wir sind schon in der Talon-oberen Welt. Okay, warte, wir gehen kurz in den Lava-Kanal gucken. Der müsste da sein, ne? Ja. Ja, komm. Keine Lust auf den Mauerfall gerade. Und jetzt kommt wieder Aua. Und Aua. Ja. So, ich will jetzt erstmal gucken. Ja, okay, nee, das ist das nicht, ne? Nee, hier ist er nicht. Okay, dann sind das ist das Artefakt hier. Im großen Lavabecken. Ja. Okay, dann lasse ich das. Dann gehen wir zurück. Warte. Die hole ich mir noch mit. Okay. Dann ist es tatsächlich da hinten am Anfang. Und dann gehen wir nach Talon. Na, ich gehe jetzt nicht nach hinten zu den Shoso-Ruinen, weil wir ja das Artefakt holen wollen. Da brauche ich den anderen Teleporter halt. Okay. Gut. Boah, das war das erste Mal, wo ich echt keine Ahnung hatte. Und das ist noch krasser für die Leute, die halt überhaupt gar nicht wissen, wie, wo man hin muss. Man bekommt zwar vom Spiel später, wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, bekommt man jetzt diese Hinweise. Aber egal. So. Ab hier hoch. Hier hoch. Aua. So. Hinten durch. Wo muss ich schlagen? Westliche Shoso-Ruinen? Ja, ne? Ja. Westliche Shoso-Ruinen, ja. Warte mal, mir fällt gerade was ein. Und zwar... Das sehe ich ja jetzt erst. Dass wir ja noch nie da oben waren, ne? So. Oder? Ach nee, hier waren wir. Au. Ja, wir waren wirklich schon. Ich dachte gerade, dass wir nicht da waren. Warum auch immer. Ist ja egal. Okay. Ich habe gerade auf der Karte gesehen, dass oben sich... Guck da, der Bereich, dass der weg ist. Deswegen war ich sehr verwundert gerade, dass wir da oben nicht waren. Aber okay. Ich bin zum Schiff gegangen wegen dem... wegen den Missiles. Ich wollte die wieder auf Maximum haben. So. Und let's go. Jetzt haben wir nämlich alle Missiles. Das finde ich sehr gut.
Jetzt weiß ich trotzdem nicht. Ich glaube. Hä? Hallo? Ah. Ja, wow. Ich glaube. Ist die jetzt platt oder was ist jetzt los hier? Hallo? Hä? Die hat einfach einen Aussetzer gehabt. Das ist ja praktisch. Die einfach aus. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ja. Lieber nochmal nachkontrollieren. So. Ja, toll. Ach, das geht gar nicht. Lol. Ich dachte, das geht. Aber egal. Boah, ich glaube, ich nenne die Folge Ratlosigkeit. Oder wo muss ich hin? Mit Ausrufezeichen. Drei Ausrufezeichen. Ich habe schon gescannt. Ich habe das, glaube ich, einmal, wie gesagt, vergessen mit diesem Scan von dem Teleporter. So, ja, wir könnten da auch hin, aber es, wie gesagt, lohnt sich nicht. Ich gehe geradeaus, ne, für das Artefakt. Ja, ja, oder? Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich, naja, wenn ich hier ausgekommen wäre. Ich dachte echt, dass ich hier auskomme. Ach, nee, ist schon richtig. Dann lasse ich das mit dem Artefakt, glaube ich. Dann gehe ich einfach hier rein jetzt. Weil wir müssen eh später in diesen Raum, weil hier diese Tür zu ist. Ich weiß nicht, ob das zu den Prozenten zählt, wenn man die aufmacht. Aber ja, ich mach's. Ich lasse es dann mal. Okay, dann gehen wir einfach hier hoch. Ja, da ist der Boss. Kann ich das sogar abkürzen hier? Geht das? Ja, es geht. So, hier können wir jetzt ein Missile holen. In diesem Ding. Aua. Hallo. So. Dann müssten wir 100 Missiles haben, ne? An den 95 nach, also wenn wir das nächste holen, dann haben wir 100. Ja, damit ist auch schon. Und jetzt können wir uns hier fallen lassen. Nach da, genau. Hi. Alles top. Jetzt bin ich wieder sprachlos. Ich glaube, wir müssen nach da, um den Missile zu holen. Und danach da oben. Yes. Ah, stopp. Oh. Die komischen Viecher. Hier rein. Hier durch. Und dann sind wir hier. Und hier müsste es da oben. Ja. Jetzt geht es nämlich hier nach oben. Zu einem Missile-Container. So, ich mache mich aber hier mal hoch. Ich meine, ich weiß, ob es hier was zu scannen gibt. Nö. Einfach nur.
klar. Hä? Was ist das denn? Hä? Haben wir alles gescannt? Ja, haben wir. Gut, dann kommen wir hier wieder raus. Damit haben wir 100 Missiles. Oh ja, hier ist noch das Wasser sauber. Das könnte noch ein Scan sein. Nee, ist aber keiner. Okay. Finde ich sehr gut. Au. Mann. So, damit, hier müssten wir eigentlich nie wieder reingehen. Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Innenstädte? Ja, siehst du, genau da wollte ich hin. Genau da wollte ich eigentlich hin. Ja. Ich wusste doch, dass wir da hin müssen. Wir können einfach geradeaus gehen, ne? Hier. Mehr. Schade. Viecher? Keine Viecher. So, das ist der Raum, den ich meinte. Hier können wir jetzt... So. Oh ja. Einfach ballern. So, und hier in diesem Ding, da war der Energietank drin, den wir geholt haben. Also du kommst von hier, man sieht das Loch auch gar nicht. Da ist auf jeden Fall die Verbindung dazu. Ist schon mies, wenn man das nicht weiß. Oh, eine Shoso-Inschrift. Hey, ja. Blablabla, bla, bla, entziffert. Was ist... Nee. Was? Was nur ist diese Pestilenz, die von einer fernen Welt stammen muss, die das Leben in ihrer blinden Gier nach Zerstörung aussaugt? Und von wo entstammt der Meteorit, der sie hierher brachte? Ist er das Werk fremder Mächte? Oder ist er ein treibender Brocken eines Planeten, dem ein schreckliches Ende widerfuhr? Unsere Seelen sind geplagt von Angst angesichts des Gedankens, dass vor langer Zeit in einem fernen, unentdeckten Winkel des Universums womöglich ein gesamter Planet von dieser großen Seuche eingehüllt war. Welche Verheerung mag diesem, dem Untergang geweihten Ort widerfahren sein? Und was mag nur sein, wenn weitere Meteoriten ihre todbringende Fracht in andere, ferne Stellen des Universums tragen? Wir halten fest an der Hoffnung, dass dem nicht so ist. Hoffen wir, dass die einzigen Überreste dieses verheerenden Bösen hier landeten auf Talon 4. Denn dann zumindest besteht Hoffnung, dass es ausgelöscht werden kann. Oh yeah. So, können wir hier noch was scannen? Da ist das Rohr, was ich meinte. Da ist es. Das Rohr meinte ich. Ich wusste doch, dass man es sehen kann. So, da sind neue Viecher. Wie heißen die? Gepanzerter Parasit. Ah, wow. Mit Panzerung jetzt. Können wir noch irgendwas scannen? Nichts. Nichts. Ich dachte, die kann man viel mehr scannen. Och Mann. Gut, ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Schön Item. Das heißt, hier muss es irgendwo was geben. Aber wo komme ich denn nochmal? Ach ja, hier. Genau. Müsste sich vielleicht richtig umgucken, ne?
Ein cooler Raum. Mit so Lichtdingern. Und diese Musik. Auf Instant Gaming könnt ihr Spiele von unterschiedlichen Plattformen zu ihren besten Preisen kaufen. Egal ob PlayStation, Xbox, Switch oder die ganzen anderen PC-Publisher, wie zum Beispiel Steam oder GOG.com. Aber auch alte Konsolengames werden dort angeboten, sowie auch Geschenkkarten wie zum Beispiel Xbox Live oder PS Plus. Schnelle Lieferung, einwandfreier Support und natürlich beste Preise. Bewertet von Trustpilot mit hervorragend. Weitere Info und Link dazu in der Videobeschreibung.